So, dritte Folge hier in WoW Burning Crusade. Wir haben gestern zum Schluss die Klingenwerfer hier drüben angezündet bei der Horde. Da läuft schon wieder der Teufelshäscher rum. Und wir müssen jetzt Questlog hier. Scholomanze können wir alles abbrechen. Ja, ich kill erstmal hier. So, wir müssen von denen 6 Stück killen, glaube ich. 4 und von denen 6, genau. Nee. Von den Kleinen müssen wir gar keine killen eigentlich. So. Ja, Gruppenplündern funktioniert leider immer noch nicht. Den holen wir uns. Also, wir brauchen 6 Stück von denen. Und einen. Da müssen wir mal gucken, wo der dann ist. Das ist so, ja, wie würden wir es nennen? Teufel. Nennen wir es Teufel. Was? Ach du Kacke. Also die Kleinen halten mehr aus als der Große. Also ich habe mir ein bisschen überlegt, wie ich es machen werde. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich die Folgen bei 15 Minuten lasse. Es kann halt sein, dass ich in einer Woche schon die Folgen für die kompletten nächsten 5 Monate aufgenommen habe. Also das kann natürlich auch schon sein. Falls dem so sein sollte, muss ich überlegen, ob ich vielleicht 2 Folgen am Tag aufnehme. Das weiß ich nicht. Da habe ich noch keine Idee für. Weil hier im Burning Crusade, also Burning Crusade ist zusammen mit, wie heißt es, Red of the Lich King, mein Lieblings-Addon. Und, also hier werde ich Gas geben. Ich will unbedingt Karazhan mit dabei sein, ich will, Schwarzer Tempel mit dabei sein. Und das, gut, Schwarzer Tempel kommt erst später. Aber wenn ich da zu sehr hinten dran hänge, wird das, glaube ich, nichts. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch nach dem 3 von denen und wir brauchen noch einen Schreckensrufer. Sehr schön. Der natürlich jetzt direkt hier ist. Hallo? Ich muss mich mal heilen zwischendurch. Ich muss auch mal meinen Dorn neu machen. Also der hier ist etwas seltener. Deswegen brauchen wir auch nur einen von denen. Och komm. Sehr schön. So, den haben wir auch. Dann brauchen wir jetzt nur noch 3 von denen hier. Du, komm mal her. Und hier schön aufpassen. Also ihr seht hier die Erde wackeln. Da sind solche komischen Bohrwürmer drunter.
zwei noch. Also wenn ihr auf so wackelnde Erde lauft, dann kommt so ein Wurm aus der Erde. Viel Spaß damit. Viel Spaß damit. So, einer noch, das ist der hier. Und dann haben wir das auch fertig. Also ich weiß nicht, ob ihr es merkt. An meiner Stimme könnte man es ein bisschen hören. Ich bin hier im Burning Crusade bin ich etwas enthusiastischer beim Zocken. Weil es ist einfach geil. Dieses Feeling von damals, es ist zwar nicht das gleiche Feeling wie damals, weil man kennt ja schon alles, aber ich habe mich so drauf gefreut die ganze Zeit, dass endlich Burning Crusade startet. Ich finde es halt geil. So, wollen wir mal hier die Quest abgeben. Ehre dem König. Und wir nehmen natürlich diesen geilen Stab. Agamagans Kiel. 19 Stärke, 19 Beweglichkeit, 30 Ausdauer. Anlegen erhöht die Angriffskraft in Katzengestalt, Bärengestalt, Terrorbärengestalt oder Mondkinngestalt. Absolut geil. Das Ding habe ich, glaube ich, auch damals schon genommen. Moment. Meldet euch bei Vorpostenkommandant Wapun im Expeditionsposten. Das ist hier drüben. Da sind wir ja auch kurz drüber geflogen. Das Problem ist jetzt, wenn wir da hinten hingehen, muss ich dann wieder so zurückreiten. Weil ich ja eigentlich nur noch diese Folge jetzt aufnehmen will. Heute. Oh, Traumblatt. Her mit. Echt jetzt? Ach komm. Ja, ich will nur noch eine Folge jetzt aufnehmen. Wir haben schon 10 vor 1. Ich bin hundemüde. Aber ich konnte es halt nicht lassen, hier jetzt noch aufzunehmen. So, Traumblatt können wir natürlich abbauen, weil das ja noch zu normalem Klassik gehört. Wenn ich jetzt noch 5 finde, kann ich ohne Probleme endlich Teufelsblatt abbauen. Ist es Teufelsblatt? Ich glaube, es ist Teufelsblatt. So, hier drüben ist der Expeditionsposten. Hallo. Was geht euch durch den Kopf? Bitte schön, beenden. Ja. Man sieht sie. Grüße. Zetgor muss brennen. Blablabab. Ja, hier so viel geiles Zeug. Hier so viel geil. Oh. Das will ich alles haben. Das will ich alles haben. Ja, aber heute nicht. Aufpassen. Teufelshächer. Ja, bei dem muss man böse aufpassen. Ein Schlag tot. Wir haben ja noch eine Quest zum Abgeben. Du willst aber jetzt nicht... Echt jetzt? Also ich weiß, ich habe die Story schon mal erzählt. Da musste ich damals hier drüben... Eber killen. Und ich habe einen Eber angegriffen. Da gab es damals einen Bug. Der Eber hat sich auf einmal in den Teufelshächer verwandelt. Du hast dann keine Chance. Du greifst den an, zack, bist du tot.
Also da hast du wirklich keine Chance, irgendwas zu machen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Wir haben jetzt noch ungefähr 5 Minuten für die Folge. Der Lehrer für Kräuterkunde und Kirschnerei. Ja, Kirschnerei muss ich dann auch noch. Da muss ich wieder in die östlichen und in die westlichen Pestländer ein paar Bären killen. Und weil Kirschnerei sind wir auf 287. Ich habe das total verpeilt, das hochzumachen. Hallo. So, das hier. Und da haben wir hier für unsere Heilrüstung. Die können wir aber jetzt schon anziehen. Wir verlieren zwar Beweglichkeit, aber das macht nichts. Seid auf der Hut. 9800 Erfahrungspunkte. Schön. So, das haben wir. Anziehen und hier. Jawohl. Hier gibt es noch eine Quest. Helfen? Unerschütterliche Seelen. Ehrenwache Weselow möchte, dass ihr 12 unerschütterliche Fußsoldaten, 10 unerschütterliche Zauberhexer und 5 unerschütterliche Ritter beim Expeditionsrüstlager tötet. Ach ja. Auf dann. Da müssen wir dann hier runter. Ja, wir nehmen die Quest schon mal an. In der Ehrenfeste gibt es jetzt auch noch eine Quest. Ich will jetzt erstmal hier Quest abbrechen. Scholomanze und Stratholme werden wir eh nicht gehen. Wäre ich zwar gerne gegangen, aber leider keine Leute gefunden. Mal des Lichtbringers werde ich offscreen machen. Ich sag mal, ich habe die Quest ja schon hier. So, dass wir, achso, das ist unten, genau. So, wir gucken jetzt erstmal wegen Lehrer. Greifenmeister. Da drüben ist der Bergbaulehrer. Was haben wir hier? Forscherliga. Forscherliga, Rüstmeister der Ehrenfeste. Können wir ja mal kurz gucken. Wir können auch mal hier verkaufen. Das kommt weg. 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 Das. Ja. So, was haben wir hier? Also, wir müssen bei der Ehrenfeste Ruf farmen und dann kann man hier verschiedene Rezepte kaufen. Hier kann man dann auch Glyphe kaufen. Ein Ring. Hier eine Stangenwaffe, die ist auch sehr schön. Und ein flammengeschmiedeter Schlüssel. Eröffnet den Schwierigkeitsgrad heroisch für Dungeons der Höllenfeuer-Zitadelle. Mit Level 60 kann man ja in heroisch reingehen. Dafür braucht man hier noch einen Schlüssel. Da kann man nicht einfach so reingehen. Schmiedekunst, Bergbau. Kräuterkunde. War der hier oben im Turm? Hier drüben Lederverarbeitungslehrer. Lust auf ein Glas? Kirschnerlehrer. Wo ist der scheiß Kirschnerlehrer? War der hier oben? Alchemie, Kräuterkunde, Meisterlehrer. Bildet mich aus. 10 Gold. Ui, heftig. 10 Gold. Was ist da noch? Hier ist noch Alchemie-Lehrer und Reagenzien. Wir gucken uns jetzt hier noch mal ein bisschen kurz um. Damit ihr auch so ein bisschen Bescheid wisst, wo was zu finden ist. Verzauberkunstlehrer.
Und hier oben ist sonst nichts mehr. Aua. Ich glaube, der Rest ist in hier im Gasthaus. Hier im Gasthaus gibt es auch noch eine Quest. So, hier ist der Kirschnerlehrer. Bildet mich aus. Auch 10 Gold. Alter Schwede. Lebt wohl. So, hier drüben Edelsteinhändler, Juwelenlehrer. Hier gibt es 2 Quests. Die Langbarts. Sucht nach Kremni Langbart nordwestlich des Halischbaus weit im Westen der Ehrenfeste auf der Höllenfeuerhalbinsel. Für die Allianz. Hallo? Ein altes Geschenk. Besorgt die Geheimnisse des Lichts und bringt das Buch zu Vater Malgor Devidikus in der Ehrenfeste zurück. Das müsste auch da sein, wo wir die... Also ich glaube, diese Quest ist auch hier unten, wo wir diese Geister und so weiter kennen sollen. So, hier unten ist nichts. Hier ist Kochlehrer. Küchenchef. Ehre dem König, Freund. Der kann auch das ausbilden. Licht segne euch. So, hier drinnen. Da ist nichts. Hier ist Schneiderlehrer. Gehilfe Klaatu. Hier müssen wir später auch nochmal ran. Was? Anachoret Barada. Ich habe schon gedacht, das wäre der, der momentan eigentlich in den westlichen Pestländern stehen soll. Aber nie da ist. So. Ja, das war es hier erstmal. Auf der Höllenfeuerhalbinsel. Hier vorne gibt es noch eine Daily. Hallo. Höllenfeuerbefestigung. Nehmt den Rundblick das Stadion und die Trümmerbastion ein und kehrt dann zu Stabsfeldwebel Tracy Stolzbrunn in der Ehrenfeste auf der Höllenfeuerhalbinsel zurück. Schönen Tag auch. Das sind die 3 Dinger, die muss man erobern, um diese Quest zu beenden. Hier auf dem Server etwas schwer, da es hier ja überwiegend Allies gibt. Gut, wir haben jetzt auch ein paar Hortler gesehen, aber die sind überschaubar. Gut, oh, ich bin hundemüde. Ja, wir machen dann morgen weiter. Für mich geht's jetzt, wir haben jetzt Mittwoch, am Freitag weiter mit dem Aufnehmen. Und ja, wie gesagt, mit den Folgenlängen, das überlege ich mir noch vielleicht, dass wir ein bisschen längere Folgen machen. Wir sind ja jetzt auch schon wieder bei 18 Minuten, paar 50, also fast 19 Minuten. Dass wir in Zukunft vielleicht 20, 25 Minuten Folgen machen, das weiß ich aber noch nicht. Weil ich will etwas schneller zum Endcontent kommen als mit dem Magier. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.